Psalm 126, ein Wallfahrtslied. Als der Herr wandte Zions Geschick, waren wir wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sprach man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Großes hat der Herr an uns getan. Wir waren voll Freude. Wende, Herr, unser Geschick, versiegten Bächen im Südland gleich. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Weinend geht hin, der den Saatbeutel trägt. Doch mit Jubel kommt heim, der seine Garben trägt. Herr, wir danken dir für deine Verheißung am Morgen. Wir danken dir, du heiliger, wunderschöner Gott. Herr, dass du mit uns bist, seitdem wir die Augen aufgeschlagen haben, dass du auch bei uns warst, als wir geschlafen haben, dass du gestern bei uns warst, dass du heute bei uns bist, dass du morgen bei uns sein wirst. Herr, wir danken dir für deine allumfassende, alles durchblickende, alles tragende und mittragende und durchtragende Liebe und Güte. Wir danken dir, dass du mit uns bist. Auch jetzt, wenn wir dich anbeten dürfen, Herr, dass du in unserer Mitte bist, wenn wir in dein Wort eintauchen dürfen, diesen wunderbaren Psalm, Herr, wir bitten dich, schließ ihn uns auf. Herr, was du damals vor Jahrhunderten inspiriert hast, zeige uns, was darin die überdauernde Botschaft ist. Herr, die uns auch im Heute trösten darf, ermutigen darf, ermahnen darf. Herr, wir wollen alles rausholen aus deinem Wort, wozu du es gegeben hast. Hab Dank für diese Zeit, für die Gemeinschaft, wenn wir uns versammeln um dein Wort. Amen. Ach, so gut einzusteigen wieder, auch in diesen Morgen, in Lobpreis, in Dank, in Anbetung. Herzlich willkommen alle hier im Raum. Herzlich willkommen alle, die von woanders her zugeschaltet sind. Wir beschäftigen uns heute mit Psalm 126. Wir sind ein bisschen von der chronologischen Reihenfolge aus dem Takt, aber keine Sorge, am Ende, wenn wir alle 150 Psalmen besprochen werden haben, dann werden wir auch tatsächlich alle 150 behandelt haben, so uns wird keiner entkommen. Heute betrachten wir Psalm 126. Wir sind immer noch in den Wallfahrtspsalmen, den sogenannten Wallfahrtspsalmen, also diese 15 Psalmen der kleinen Leute, wie man sie nennt, also es wird ganz besonders die Situation der hart arbeitenden, bedrängten, verarmten Kleinbauerngesellschaft in den Blick genommen. Es sind sehr tröstende Lieder, sehr ermutigende Lieder, besonders für diese Menschen. Es sind 15 relativ kleine Psalmen. Sie passen alle sehr locker auf so eine kleine antike Papyrusrolle, was auch kostentechnisch relativ erschwinglich war. So von daher haben diese Psalmen auch eine besonders prominente Verbreitung in Israel gefunden und bis heute auch zahlreich im Liedgut verarbeitet. Psalm 126, so gehört zum Beispiel auch normalerweise zur Hausliturgie jüdischer Familien, jüdischer Gemeinschaften. Dieser Psalm hat einen ganz besonderen Platz am Schabbat, einen besonderen Platz auch in der Pessachliturgie. So ist ein sehr zentraler und bekannter Vers im jüdischen Glaubensleben. Und ich habe ihn eben schon gelesen. Wir wollen ihn noch einmal miteinander durchsprechen. Petra in der Anbetungszeit hat ihn auch so wunderbar mit uns gesungen, zweisprachig, nicht auf Hebräisch und Deutsch, sondern auf Englisch und Deutsch. Und es ist immer schön, Psalmen, biblische Texte überhaupt in verschiedenen Übersetzungen zu hören, zu lesen, zu singen. Ich lese nach der Zürcher Übersetzung und ich lese zunächst nochmal diesen ersten Teil. Der Psalm hat 6 Verse und er gliedert sich auch inhaltlich schön in 2 Hälften auf. Der erste Teil sind die ersten 3 Verse, wenn es dort heißt, als der Herr wandte Zions Geschick, da waren wir wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sprach man unter den Nationen, der Herr
hat Großes an ihnen getan. Als der Herr wandte Zions Geschick. Von welchem Zeitpunkt wird hier gesprochen? Es gibt zwei mögliche Deutungen, die beide gleichberechtigt nebeneinander stehen, wo es sich auch nicht im Letzten jetzt festmachen lässt, welche Deutung stimmt jetzt. Vielleicht sind auch beide richtig. Ja, dass es so eine doppelte Bedeutung gibt, das gibt es ja gerade dort, wo Texte prophetisch sind, kommt es ja immer wieder in der Bibel vor, dass es eine mehrfache Erfüllungsperspektive gibt. Denk nur an die Jungfrauengeburt unseres Herrn, wie sie prophezeit war. Matthäus hat sie aufgenommen, aber natürlich war sie bereits vorher im Alten Testament für einen König verheißen. Als der Herr wandte Zions Geschick, kann demnach zum Beispiel gedeutet werden, rückblickend auf das Ende des babylonischen Exils. Ja, 538 vor Christus hat ja König Kyros das Volk Israel wieder nach Hause geschickt. Es durfte den Zion wieder aufbauen, den Tempel eben wieder aufbauen. Der Tempel konnte neu geweiht werden, das Volk wurde wiederhergestellt. So, das ist ein historisches Ereignis, das in der Vergangenheit liegt. Es kann gut sein, dass Israel hier voller Dank rückblickend diesen Teil ihrer Geschichte besingt. Es kann aber auch sein, dass es wie eine prophetische Rückschau aus einem noch weiteren Punkt in der Zukunft ist. Ja, wie ein Rückblick von einer Zukunft, die jetzt eben noch gar nicht stattgefunden hat, so eine prophetische Rückschau. Und dafür spricht dieser zweite Teil des ersten Verses, wir waren wie Träumende. Viele deuten diesen ersten Part auch oder diesen Psalm rückblickend auf die Zeit, die dann stattgefunden hat, wenn das in Erscheinung tritt, wenn das gelebt wird, wovon zum Beispiel Psalm 46 singt oder ganz umfangreich Jesaja 40 bis 55, also diese endzeitliche, völlige, endgültige Wiederherstellung Israels, wo auch Israel so das Zentrum ist dessen, wo auch alle Völker der Welt hinkommen werden, um dem König der Könige, Jesus, dann auch ihre Gaben zu bringen. Also diese Zion als ein Quellort des Lebens, wie es im Psalm 46 besungen wird, sowie eine prophetische Vorausschau auf die endzeitliche, völlige Wiederherstellung. Wir kennen ja im Deutschen solche Sprichworte wie Träume sind Schäume. Das sind Träume im biblischen Denken nicht. Ja, sowieso im ganzen alten vorderen Orient nicht. Auch in alttestamentlicher Perspektive sind Träume keine Schäume, sondern Träume sind eigentlich so etwas wie eine gottgeschenkte Vorwegerfahrung der Zukunft. Immer wieder im Alten Testament sehen wir, dass Träume etwas ganz Besonderes zu sagen haben für die Deutung der Gegenwart, aber auch der Zukunft. Ja, denken auch nur an die Verheißung Joel 3, ja, diese Pfingstverheißung, die im Neuen Testament dann auch sehr prominent aufgenommen wird in Apostelgeschichte 2, dass die Alten Träume haben werden. Ne? Wozu? Natürlich nicht einfach nur, dass sie eine gute Nacht haben, sondern damit es weitergegeben wird. Da geht es von prophetischen Träumen die Rede, auch so in Jeremia 30, 31. Denke zum Beispiel an Richter 7, wo Gideon zum Heerlager der Midianiter geht und dort hört, wie Soldaten sich unterhalten über ihre Träume und er deutet diese Träume als die Siegeszusage Gottes, Jahwes, an ihn und sein Heer. Und so kommt es dann auch. Ja, und so viele Träume bei Josef in Ägypten, später auch im Exil, als die Propheten dort die Träume deuten. So, es könnte eine Vorwegnahme dessen sein, was Gott schenkt. Ja, sie träumen von dieser Zeit. Und weil es ein Traum ist, den Gott schenkt, wissen sie auch, es wird so kommen. Ja, dass Israel völlig wiederhergestellt sein wird in seinem eigenen Land und die Nationen, die Völker dorthin pilgern regelrecht und Gott preisen für das, was er getan hat. Das ist ein Grund, da kann der Mund voll Lachen sein. Und die Zunge voller Jubel. Ja, ist auch ein Schlüsselwort im Alten Testament, Jubel. Es gibt eigentlich drei Kontexte, in denen im Alten Testament ganz besonders vom Jubel die Rede ist. Das ist einmal besonders dann, wenn ein neuer König auf den Thron kommt, besonders auch wo Gott als König benannt wird,
Psalm 47 zum Beispiel lesen wir davon, Vers 2 im Besonderen. Ein weiterer großer Grund des Jubels, der Freude, ist eine geglückte Ernte. Ja, da kommen wir in diesem Psalm ja auch noch drauf. Da lesen wir viel von dem Alten Testament, auch bei Jesaja zum Beispiel in Kapitel 9. Oder der dritte Grund für ausufernden Jubel im Alten Testament, der ist eben dann, wenn Prophete schon diese große Heilswende Israels, also diese völlige Wiederherstellung, von der ich eben schon gesprochen habe, wo dort die Rede davon ist, wie eben in Jesaja 40 bis 55 ausführlich dargelegt, aber auch in Amos 9 zum Beispiel ist die Rede davon, in den Psalmen natürlich immer wieder, Psalm 132 zum Beispiel auch, die Psalme 3, Verses 13 bis 16 singen schon davon. So, also dieses Jubeln ist auch etwas, was darauf hindeutet, dass hier von einer Zeit die Rede ist, wo Israel völlig und in Gänze wiederhergestellt sein wird. Und zwar so deutlich und so allumfassend, dass sogar die Nationen sagen, also alle Völker, die außerhalb Israels liegen, es ist ihr Bekenntnis, Großes, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an Israel getan. Und das ist letztlich genau das, was auch prophezeit ist für diese Zukunft. Ja, wenn diese Heilswende, diese endgültige und völlige Wiederherstellung stattgefunden hat. Gut möglich also, dass hier beides im Blick ist, im prophetischen Blick. Einerseits wird hier das Ende des Exils besungen, was bereits hinter Israel liegt, aber dass auch diese prophetische Komponente mit dabei ist, dass eben diese Zukunft besungen wird, die auch aus unserer heutigen Perspektive noch vor uns liegt. In Vers 3, da macht Israel dann dieses Bekenntnis der Nationen auch nochmal gezielt zu ihrem eigenen Bekenntnis. Ja, Großes hat der Herr an uns getan. Wir waren voll Freude. Auch das rückblickend oder schon in prophetischer Vorwegnahme über das, was Gott in Zukunft tun wird. Nochmal, Träume im Alten Testament sind so etwas wie eine gottgeschenkte Vorwegerfahrung der Zukunft. Und dafür kann man danken, dafür kann man voller Freude sein. Die jetzige Situation, die Gegenwart, die wird noch anders empfunden. Ja, mit Vers 4, da ändert sich jetzt der Ton. Noch merken wir, ist eine Situation der Bedrückung da. Dass eine Gegenwart, die als notvoll empfunden wird, als bedrückend, wende, Herr, unser Geschick. Ja, wir wissen um das, was kommt, Herr. Wir wissen um das, was kommt. Jahwe, Gott wird wieder direkt bei seinem Namen angesprochen. Bei seinem Namen mit dieser wundervollen Bedeutung. Ich bin da für dich und ich kümmere mich um dich. Wende, Herr, unser Geschick, versiegten Bächen im Südland gleich. Ja, das klingt sehr poetisch, das ist auch poetisch, die Psalmen überhaupt sind poetische Texte. Aber was da drin steckt, ist eine Glaubenszusage Gottes und zugleich eine Aufforderung, eine Bitte. Herr, wende unser Geschick, so wie das Geschick von Bächen im Südland gewendet wird. Und wer die israelische Topographie kennt und auch die Wetterverhältnisse, die dort vorherrschen können, mit dem Südland ist natürlich der Negev gemeint, diese große wüstenartige Teil Israels, ein Landteil mit unfassbar ausgeprägter Trockenheit, großer Hitze. Aber wenn der Regen kommt, dann kann sogar dieser Teil des Landes innerhalb nur eines Tages zu einem blühenden Meer werden, voller üppiger Blumen. Es kann an einem Tag dort sogar so viel regnen, dass das Land fruchtbar gemacht wird für ein ganzes Jahr des gelingenden und erntebringenden Getreideanbaus. So, wenn Israel hier betet, wende, Herr, unser Geschick, versiegten Bächen im Südland gleich, ja, dann beten sie hier um nichts weniger als geradezu eine Schocktherapie Gottes im besten Sinne. Und sie wissen, unser Gott, wenn er eingreift, dann kann innerhalb eines Tages alles das, was total trostlos, was total trocken, leblos, wo nichts ist, wo irgendwie nur ein Funken Hoffnung verheißen könnte. Innerhalb eines Tages kann unser Herr alles wenden. Von der völligen Trockenheit zum großen,
blühenden, zu einer blühenden, wunderschönen, fruchtbringenden und lebensspendenden Landschaft. Das kann unser Herr tun. Und um nichts weniger betet Israel hier. Um ein schnelles Handeln. Israel weiß, Gott kann das tun. Und zugleich, jetzt kommt die andere Seite, sagt Israel sich selbst zu, diese Verheißung, die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Das ist eine wunderbare Verheißung. Ja, dort, wo mit Tränen gesät wird, mit einem zerbrochenen Herzen, da wird am Ende Jubelfreude stehen. Aber dieses Bild von Saat und Ernte, auch das spricht Israel sich gleichzeitig selbst zu, ist wieder etwas, wo man einerseits weiß, hey, wir haben eben gebetet und wir glauben und wir bitten Gott darum, dass er innerhalb eines Tages, dass er sofort das Blatt wenden kann. Aber das Bild von Saat und Ernte, das bringt wieder gleichzeitig den Aspekt von Geduld mit rein. So, sie wissen letztlich nicht, Israel weiß nicht, wie schnell Gott die Dinge ändern wird und wann er das tun wird. Und das Bild von Saat und Ernte ist deswegen etwas, was ihnen im Jetzt auf jeden Fall wichtig ist, zum Ausdruck zu bringen und auch zu leben. Es vergeht Zeit zwischen Saat und Ernte. So, es braucht und es darf haben diesen Glauben an ein total schnelles, allumfassendes Umstürzen Jahwes hin zum Guten. Aber gleichzeitig, während wir das beten, wollen wir bereit sein, in einer Einstellung, in einem Mindset, in einer Herzenshaltung der Geduld. Wir bringen Saat aus und wir sind in dieser Situation, die noch bedrückend ist. Aber wir ergeben uns da nicht irgendwie passiv rein, sondern wir gestalten mit. Denn es ist ja die Rede von denjenigen, die säen. So, da schwingt dir etwas mit, dass man in dieser Not, in der man ist, nicht sich einfach nur passiv verhält, sondern dass man darin etwas tut, dass man selber mitwirkt zum Glück. Es gilt, Saat auszubringen. So, es geht um ein geduldiges Warten, aber es geht um ein aktives Warten daraufhin, dass der Herr das Geschick wendet. Und wir klinken uns in dieser Zeit, in der wir warten darauf, dass Gott eingreift und in dieser Zeit vielleicht auch schon hinter den Kulissen Dinge wirkt, die wir gar nicht so wahrnehmen. Ja, ich übertrage jetzt schon auf uns heute, auch wenn es ganz nah dran ist an dem, wie Israel damals empfunden haben mag. Es ist eine Erneuerung von innen nach außen. Es beginnt beim Volk selbst, bei jedem Einzelnen darin selbst. Und es wird sich Stück für Stück auch immer im Äußeren mehr Bahn brechen, bis es auch ganz in äußeren Dingen dann auch und alles unter einer sichtbaren, blühenden Königsherrschaft Gottes steht. Ja, in Hesekiel 37 ist auch diese Veränderung von innen nach außen beschrieben, durch die Israel gehen soll und auch immer wieder in ihre Geschichte gegangen ist. So, es geht um ein aktives Mitgestalten, es geht um ein Durchhalten in dieser Zeit der Bedrängnis, um ein Nicht-Aufgeben, um ein Beten, ein Fürbitten, ein Danken in Vorwegnahme für das, was Gott tun wird. Es geht um ein Leben in Glaubenstreue. Und Israel kann das tun. In dieser Gegenwart, die empfunden wird wie der trockene Negev, wie die Wüste, Israel kann das tun, weil sie Träumende sind. Nicht Tagträumende, die irgendwie realitätsfern an dies und das nur träumen und denken. Nein, sondern weil sie das träumen, was Gott verheißen hat und wovon sie wissen, es wird kommen, es wird eintreten. Und dieser Traum gibt Hoffnung und Kraft für die notvolle Gegenwart. Die biblischen Wahrheiten, die verheißen sind für die Zukunft, auch über deinem Leben. Das Wissen, dass am Ende alles gut werden wird, dass der größte Teil unserer Existenz, egal wie notvoll der Tag heute sein mag und unsere Gegenwart hier auf Erden, der allergrößte Teil unserer Existenz, die himmlische Ewigkeit bei unserem liebenden Vater, die liegt noch vor uns. Und da wird alles gut sein für die, die zu Jesus gehören. Und es wird nochmal bekräftigt hier, dieses Hoffnungslied, es ist ein Hoffnungslied. Weinend geht hin, der den Saatbeutel trägt. Mit Trauer und unter Tränen und weinend. Aber er geht hin und er trägt den Saatbeutel und er bringt die Saat aus. Doch mit Jubel kommt heim, der seine Garben trägt. Am Ende wird derjenige, der aussät, sehen, dass seine treue Saat, seine Tränen, seine Glaubenstreue, die er gesät hat in sein Leben und in dieser Welt, sie wird Frucht bringen.
Und dieses Prinzip von Saat und Ernte ist ja nichts etwas, was nur im Alten Testament vorhanden ist. Nein, es ist im Neuen Testament, wird es immer wieder aufgegriffen. Paulus im Galaterbrief Kapitel 6, er erinnert die Galater daran, er ermahnend, aber ermutigend zugleich, das, was ihr sät, das wird hervorkommen. Und es mag bedrohlich manchmal klingen, ja, wenn ich Schlechtes sehe in meinem Leben, dann wird Schlechtes hervorkommen. Das ist richtig. Ja, und ich kann Tomaten säen, wenn ich eigentlich Gurken haben möchte, aber Samen für Tomaten ausbringen, dann kann ich beten und fasten, so viel ich will. Es wird dennoch genau das hervorkommen, was ich gesät habe. Es werden Tomaten hervorkommen, wenn ich Tomaten gesät habe. Aber das Gute ist ja, dass dieses Prinzip so unbestechlich ist, dass ich es eben auch zu meinen Gunsten einsetzen kann und darf. Ich weiß, wenn ich das Gute sähe, wenn ich das Göttliche sähe, das Wahre, das Freundliche, die Verheißungen Gottes mir zuspreche, in meine Seele hinein, in mein Innerstes und auf diese Verheißungen hin mein Leben gestalte, dann wird auch diese Saat zum Guten aufgehen und ich werde Ernte erfahren. Ich möchte gleich diesen Psalm noch einmal lesen und dann wollen wir in eine Zeit des Gebets gehen und ich bin sicher, jeder von uns hat Situationen aus seinem eigenen Erleben vor Augen, sei es in der Vergangenheit, sei es in der Gegenwart, ja, wo wir vor Gott kommen wollen, ihn bitten wollen, dass er rasch unser Geschick wendet, dass er rasch eingreift zum Guten hin. Wir wollen auch beten für die großen Geschicke dieser Welt. Aber gleichzeitig auch unseren Glauben zum Ausdruck bringen, dass wir bereit sind, die Saat weiter auszubringen und geduldig zu warten in der Spannung, bis Gott eingreift, bis er wirken wird. Und ich möchte zuvor noch lesen ein Wort aus dem Neuen Testament, ein Wort unseres Herrn, in Johannes 12. Auch er spricht von Saat und Ernte. Das sagt Jesus: Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. So auch hier ein Bild von Saat und Ernte. Wenn du länger mit Jesus unterwegs bist schon und die Bibel kennst, dann kennst du dieses Wort. Es ist ein Wort, was man hört, wo man Ja sagt natürlich dazu, stammt ja von Jesus, aber was in seiner ganzen Kraft immer wieder neu entdeckt werden darf. Wir bringen aus die Saat und manches Mal ist es in Trauer. Manches Mal ist das, was wir aussehen, was wir Gott hinlegen, ein regelrechtes Sterben. Es ist ein Sterben dessen, was wir an Selbstgerechtigkeit haben, an Stolz mitbringen, wo wir auf unser eigenes Recht pochen. Es ist ein Sterben in so vielerlei Hinsicht. Aber auch dort steht die Verheißung Jesu. Es wird reiche Frucht geben. Es wird reiche Frucht geben. Wer sein Leben, sein Tun, sein Unterlassen, seine Hoffnung auf Gott setzt, der wird reiche Frucht ernten. Als der Herr wandte Zions Geschick, waren wir wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sprach man unter den Nationen: Der Herr hat Großes an ihnen getan. Großes hat der Herr an uns getan. Wir waren voll Freude. Wenn der Herr unser Geschick, versiegten Bächen im Südland gleich. Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Weinend geht hin, der den Saatbeutel trägt. Doch mit Jubel kommt heim, der seine Garben trägt. Herr, mit diesem Gebet kommen wir heute Morgen vor dich. Und wir danken dir, Herr, rückblickend für all die Nöte, aus denen du uns schon befreit hast. Herr, für all die Gefangenschaften, aus denen du uns herausgeführt hast. Aus all den unguten Bindungen, aus all den Schmerzen. Hab Dank dafür, Herr. Herr, wir preisen dich für die Zukunft, die noch vor uns liegt. Herr, wir freuen uns so sehr mit und für Israel, was du an diesem Volk und an dieser Nation schon getan hast, damals, heute,
Herr, und was du an Größtem noch tun wirst in der Zukunft. Wir preisen dich darüber und freuen uns mit deinem Volk und klinken uns mit ein, Herr, in dieses Gebet und danken dir für die Zusage, für das Wissen darum, dass du auch im Leben jedes Einzelnen von, Herr, derer, die zu dir gehören, im Leben jedes Einzelnen von uns auch alles zum völlig und endgültigen Guten wenden wirst. Herr, wir danken dir, dass die Zeit kommt, in der es kein Weinen mehr geben wird, keinen Tod, keine Krankheit, kein Leiden und kein Geschrei. Und wir danken dir, dass die Zeit, die wir erleben werden, eine Zeit wird, die nie zum Ende kommen wird. Dass das die Ewigkeit sein wird, Herr, die wir bei dir und mit dir, Herr, von Angesicht zu Angesicht verbringen werden dürfen. Hab Dank für diese Gewissheit, für diese Zusage, für diese Perspektive, Herr. Du wundervoller Herr, wir preisen dich und wir beten dich an. Seemed like a dream, too good to be true. When God returns, Zion's exiles, we laughed, we sang, we couldn't believe our good fortune. We were the talk of the nations. God was wonderful to them. God was wonderful to them. God was wonderful to us. We are one happy people. We are one happy people. And now God, do it again. Jetzt wollen wir beten. Vers 4. Wende, Herr, unser Geschick, versiegten Bächen im Südland gleich. Ein einfaches, kraftvolles Gebet der Fürbitte. Wende, Herr, unser Geschick, versiegten Bächen im Südland gleich. Herr, und das beten wir und das bitten wir dich für die großen Geschicke dieser Welt. Herr, dass du da, wo Chaos herrscht, wo Hunger herrscht, wo Ungerechtigkeit herrscht, Krieg, Leid und Trauer, Herr, dass du das Land wendest, wie du das Geschick des Südlandes wenden kannst, Herr. Wir beten, dass du innerhalb kürzester Zeit Blüte schenkst, wo Tod ist. Herr, du hast das in der Vergangenheit schon getan und wir beten, tu es wieder. Herr, in den großen Geschicken dieser Welt, wir begegnen, Herr, dass du den Machthabern begegnest. Es ist unfassbar, was einzelne Personen für Macht haben, Herr, über ganze Länder und Kontinente zum Guten wie zum Schlechten. Und wir beten, Herr, dass du sie segnest, dass du ihnen begegnest, dass du ihnen deine Erkenntnis schenkst ins Herz, dass sie umkehren, wo Umkehr nötig ist, Herr. Und ihre Macht zum Guten einsetzen. Und Herr, wir beten für jeden Einzelnen von uns. Herr, du siehst, wo heute Morgen auch diese Botschaft gesehen wird, unter Schmerzen, unter Hoffnungslosigkeit, unter Krankheit, unter Bedrückung, unter Unrecht. Und Herr, über all diese Situationen, ich mache mich eins mit denen, die ihre Hoffnung auf dich jetzt setzen. Herr, wende unser Geschick, versiegten Bächen im Südland gleich. Ich bete, Herr, dass heute der Tag der Veränderung sein wird.
an dem du kommst und Blüte und Leben schenkst, wo jetzt noch nichts zu sehen ist. Komm und greif heute ein, Herr, mit Heilung, mit Wiederherstellung, mit Perspektive, mit Zukunft, Hoffnung, Versöhnung, Vergebung. Heute soll es geschehen. Herr, wende unser Geschick. Halleluja. Herr, und wissend und glaubend, dass du unser Geschick wenden kannst, sofort wollen wir zugleich bekennen und zusagen, Herr, in deiner Kraft wollen wir auch weiter die Saat ausbringen und auf die Ernte warten, solange wie es eben dauert, Herr. Herr, wir schaffen das nicht ohne dich. Wir brauchen dich. Und Herr, wir danken dir, dass du uns alles gibst, was wir brauchen in dieser Welt. Dass dein guter Geist mit uns ist, Herr. Und in seiner Kraft, Herr, werden wir durchhalten, werden wir in Treue zu dir leben, wollen wir das Gute reden. Herr, wollen wir beten, werden wir nicht aufgeben, wollen wir geduldig warten und aktiv mitgestalten, was wir mitgestalten und prägen können in dieser Welt. In unserem eigenen Leben, Herr, im Leben unserer Familien, unserer Freunde, unserer Arbeitsstellen, Herr, unseren Gemeinden. Wir wollen tun, was an uns ist, Herr, in dieser Zeit des Wartens, wo die Gegenwart noch notvoll sein mag. Herr, wir wollen dieses Hoffnungslied singen und treu sein und die Saat ausbringen, Herr, solange wir warten, dass der Traum, den auch wir träumen, in Erfüllung geht. Und ich bete, Herr, dass du uns neu zeigst heute Morgen und es uns neu aktivierst und uns auch neue Kraft durch die Gnade deines Heiligen Geistes schenkst. Was ist diese Saat, die wir heute ausbringen sollen? Vielleicht unter Tränen. Was ist die Saat, die heute für jeden vor uns liegt? Herr, ich bete, dass du uns groß machst im Herzen. Und dass du uns die Gnade und die Kraft schenkst, diese Saat auszubringen. Im zwischenmenschlichen Bereich, in Entscheidungen, die getroffen werden müssen, Herr. Wo es Mut braucht, Kühnheit, Hoffnung, Glaube. Herr, weil wir träumen und wissen, dass du tust, was du verheißen hast, Herr. Finden wir die Kraft, es zu tun. Und wir danken dir, Herr, dass die Frucht dessen Jubel sein wird. Leben, Kraft, Freude. Herr, hilf uns heute, diesen Blick fest vor Augen zu haben. Das Ende der Saat. Und auf diesen Blick hin, Herr, wollen wir diese Saat heute auch ausbringen, weil wir dich lieben und dir vertrauen. Lass uns noch einmal Gott die Ehre geben. Hin auch auf dieses schwierige Gebet,
der bleibenden Treue, auch in der Zeit, wo die Bedrängnis noch anhalten mag. Segne uns der Herr und geh mit uns in diesen Tag. Kleiner Fun Fact am Rande. Heute ist der kirchliche Gedenktag des Apostels Paulus. Ja, Herr, wir danken dir für alles das, was du durch das Leben auch dieses Mannes gewirkt hast. In dessen Segen wir bis heute alle stehen dürfen. Danke, dass er deiner Berufung gefolgt ist. Dass er auch nicht davor zurückgeschreckt ist, selbst den höchsten Preis der Nachfolge zu bezahlen. Wir danken dir für das Leben von Paulus, Herr. Für das Leben dieses Mannes. Für seine Berufung, die du ihm geschenkt hast. Danke. Und wir danken dir, dass du mit uns gehst, Herr, in diesen Tag. Danke für dein gutes Wort, für deine Verheißungen. Herr, die bleiben werden, bis du sie erfüllt hast. Herr, voller Hoffnung und Perspektive wollen wir in diesen Tag gehen. Danke, dass du mit uns bist. Heute Morgen, heute Mittag, bis wir heute Abend die Augen wieder schließen. Danke für deine Gnade. So segne uns und behüte uns der allmächtige Gott an diesem Tag. Amen.